Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen heute und in nächster Zeit dieses Spiel hier. Banjo-Kazooie, Schraube, Locker. Oder Nuts and Bolts im Englischen, wie dem auch sei. So, da darf man sich jetzt im ersten Moment natürlich zu Recht fragen, darf er das überhaupt? Also, dieses Spiel zeigen, weil, es ist Banjo-Kazooie, aber es ist der böse Banjo-Kazooie-Teil. Der Teil, über den eigentlich keiner mehr spricht. Das ist so dieses vernachlässigte kleine Kind, was irgendwie keiner gern hat und was in der Schulzeit immer gemobbt wurde und aus dem im Endeffekt nie wirklich was geworden ist. Und ja, also ich bin mir ja selber nicht so ganz sicher. Die Sache ist, ich habe dieses Spiel damals im Jahre 2008, wo es scheinbar herauskam. Ich glaube, ich habe es mir damals sogar gekauft. Ich weiß nicht genau, ob wirklich zum Release oder wie auch immer. Ich war da jedenfalls auch neugierig. Oder ich bin einfach auf Banjo-Kazooie. Ich bin auf den Namen angesprungen, sagen wir es mal so. Und ich meine, wenn wir das jetzt hier schon so sehen, das kommt uns irgendwie bekannt vor. Und die Musik kommt uns auch irgendwie bekannt vor. Und das kann doch alles gar nicht so schlecht und schlimm sein. Und dementsprechend gehe ich auch mit dieser Prämisse irgendwie an dieses Spiel heran, dass es gar nicht so schlecht und schlimm sein kann. Die Sache ist, ich habe es damals nicht lang gespielt. Vielleicht, weiß ich nicht, 5-6 Stunden oder so. Und dann hatte ich irgendwelche andere Spiele, die ich lieber spielen wollte. Keine Ahnung. Es war jetzt aber wirklich nicht, dass ich das Ganze aus reiner Wut oder reinem Hass beendet habe oder so. Ich habe dem Spiel einfach nicht die Chance geben können, die es vielleicht verdient gehabt hätte. Ich bin mir nicht ganz sicher. Deswegen gucken wir uns das einfach mal zusammen an und schauen mal, ob Banjo-Kazooie Schraube locker vielleicht doch ein bisschen mehr zu bieten hat, als man so allgemein annehmen möchte. Das ist jetzt also der Titelbildschirm. Wir dürfen uns entscheiden, Einzelspieler, Multiplayer, bla und so weiter. Ja, Multiplayer gibt's auch wieder hier, sogar über Xbox Live. Also man hätte das Ganze wohl irgendwie auch online spielen können, aber wer würde das Ganze schon online noch irgendwie mit mir spielen? So, bei Anzeigeeinstellungen habe ich vorne Option gefunden, großer Dialogtext. Ich habe jetzt einfach mal das Häkchen gesetzt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was großer Dialogtext jetzt tatsächlich bedeutet. Wir werden es spätestens dann sehen, wenn wir ins Spiel hineingehen. Was nämlich auch sehr interessant ist, ich habe gar keinen Spielstand mehr zu Banjo-Kazooie Schraube locker. Was für mich bedeutet, dass als ich das Spiel damals gespielt habe, da hatte ich noch meine alte Xbox. Meine allererste Xbox. Ich musste ja irgendwann die Xbox. Ich habe mir irgendwann eine neue Xbox 360 gekauft, weil meine ganz alte Xbox damals auch durch den Ring of Death dahingerafft wurde. Obwohl sie extrem lange durchgehalten hatte. Ja, und sie war immerhin eine der allerersten Generationen. Aber gut, okay, irgendwann ist sie jedenfalls hops gegangen. Und dann hatte ich irgendwann eine neue Xbox mit komplett neuer Festplatte. Und dann habe ich mir gar nicht erst die Mühe gemacht, irgendwelche Spielstände irgendwo hin zu transferieren, sondern habe einfach alles komplett wieder von neu und auf Anfang gesetzt. So, okay, Banjo-Kazooie Schraube locker. Banjo 3E? Fragezeichen? Irgendwie, ihr kennt Banjo-Kazooie, ihr kennt Banjo-Tooie im besten Fall. Beide Spiele habt ihr eventuell auf meinem Kanal gesehen. Und Banjo-Kazooie Schraube locker setzt jetzt irgendwann danach halt an. Und wann genau und wie genau und so, ich glaube, das sehen wir im Intro, wenn wir uns das einfach mal genauer angucken. Suche Bottles in Showdown Town auf, wenn du Informationen brauchst zu Dingen, die du gesehen oder vergessen hast. Oder von denen du einfach keinen Plan hast. Yay, das ist doch mal ein Tipp. Dieser komische Computer-Dingens. Ich weiß nicht, das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an das Ding aus Nintendo Land. Punkt. So. Ach Mensch. Es waren einmal ein heldenhafter Bär namens Banjo, ein ziemlich lauter Vogel namens Kazooie und eine boshafte Hexe mit Namen Gruntilda. Als Banjos Schwester entführt wurde, retteten der Bär und der Vogel sie aus den Tiefen der Hexenhöhle. Dabei mussten sie viele Gefahren und Sprachschwierigkeiten überwinden, um Gruntilda schließlich zu Fall zu bringen. Ich brech zusammen. Die alte Hexe war allerdings sehr zäh und was niemanden überraschen wird, sie kroch bald wieder aus ihrem Grab. Bereit für Runde 2. Unsere tapferen Helden stellten sich ihr erneut entgegen und dieses zweite Finale endete ebenso schlecht für Gruntilda, die dabei ihren Kopf verlor.
Ich wusste nicht, dass das Spiel deutsche Sprecher hat. Oder zumindest einen. Jahre sind seitdem vergangen und Frieden herrscht in Spiral Mountain. Zumindest einen deutschen Erzähler. Aus dem Bären, dem Vogel und der Hexe. Wow. Na, ja, was für ein Leben. Pizzasonne und nicht die kleinste Sorge. Yay. Hier ist DJ Jumjazz auf Radio Spiral Mountain. Große Neuigkeiten, Leute. Wusstet ihr, dass es 10 Jahre her ist, dass ihr 2 erfunden wurdet? Bla. Viel zu schneller Text. Ein paar Pfund haben wir vielleicht zugelegt. Ja. Na und? Wir müssen diese alte Hexe ja auch nicht mehr bekämpfen. Okay. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Hoppla? Acht lange Jahre und ihr seid zurück. Dieses Mal gewinne ich, und zwar in einem Stück. Hallo, Grunti. Okay. Nö, kann ich sehen, wo der Lärm herkommt. Sehen wir mal nach. Okay, ich glaube, ich kann dich immer noch tragen. Gerade so. Was tut man nicht alles, um seine Ruhe zu haben? Yay! Ich bin Banjo, der dickste Bär auf Spiral Mountain. Oh Gott. Okay. Ja, also... Ja, was soll ich sagen? Er hat sich auch nicht wirklich um sein Haus gekümmert. Ich finde es ja fast schon ein bisschen traurig, wenn ich das hier so sehe. Aber okay. Wow. Wow. Okay. Alles klar. Ja, gut. Das ist toll. Der kleine Pummelbär. Oh. Wenn du nicht so untrainiert wärst, hättest du uns hinfliegen können, Kazooie. Ja. Genau. Kazooie ist schuld. Hopsala. Ah. Oh, guck mal. Physik Engine. Ich brech zusammen. Hopsala. Wenn wir meine Turbo-Sneaker noch hätten, wären wir längst da. Ja, ja. Turbo-Sneaker. Die ganzen guten alten Moves, die wir natürlich überhaupt gar nicht mehr drauf haben. Aber egal. Wenn wir meine Turbo-Sneaker noch hätten... Ja, ja, ist doch gut. Ich glaube, das Spiel will mir damit auf subtile Art und Weise sagen... Hopsala? Dass ich zu langsam bin. Na los, Banjo. Ich würde den Talent-Trot benutzen, aber ich weiß nicht mehr wie. Den Huckepacklauf oder was? Talent-Trot? Ich weiß nicht genau. Ich kenne die englischen Moves nicht. Vielleicht hätte ich die kleine Pizza bestellen sollen. Ja, ja. Warum steht das Radio eigentlich wieder oben? Das ist runtergefallen. Dieses Spiel ist so inkonsistent. So, was ist hier? Wenn wir meine Turbo-Sneaker... Ja, ja. Oh, dass die sich im 5-Sekunden-Takt aber auch irgendwie unterhalten müssen. So, was haben wir hier? Bin nur nicht so untrainiert. Ja, ja. Sieht irgendwie aus wie... Ich weiß nicht. Wie ein Pets-Spender. Bottles Grab. Ruhe in Frieden, Bottles. Im Jahr 2000 hier verstorben, doch etwa eine Woche später wieder von den Toten auferstanden. Yay! Wir erinnern uns. Banjo-Tooie. Aber... Was ist denn los? Okay. Er konnte sich für einen kurzen Moment jetzt nicht bewegen. Interessant. Warum steht da 1 von 3? Ich hätte gerne... Ich kann nicht hin und her schalten. Das ist das Problem gerade. Drücke wie wild Knöpfe, aber da passiert nichts. Schade. Dachte, wir könnten noch mehr untersuchen. Ist aber lustig, dass sie hier einen riesigen Grabstein irgendwie hingestellt haben. So an Gedenken zu Ehrenbottles, um an diesen ehrwürdigen Tag zu denken. Damals, als er verschieden ist. Ja, es war die gute alte Zeit. Mensch. Was zum Grunti, bist du das? Ja, dicker Trottel, ich bin wieder hier. Bald ist das alles allein mein Revier. Das bezweifle ich. Hast noch nicht bemerkt, dass du bloß ein Schädel bist? Wenigstens habe ich keinen Bauch. Legen wir los, ich will dich vermöbeln auch. Okay. Kampf der Giganten. Pausiert. Was nu? Das Ding ist wirklich aus Nintendo Land. Es tut mir leid. Grüße, oh zweitklassige Spielcharaktere. Wer bist du?
Mein Titel lautet Lord of Games, doch ihr Figuren könnt mich Lock nennen. Ich bin der große Schöpfer aller Videospiele. Auch von denen, die sich nur schlecht verkaufen, wie Ghoulies? Dein Name ist komisch und du siehst seltsam aus. Also sag der alten Grunti, was bringt Lock hier heraus? Herum? Ich bin gekommen, um euren Streit beizulegen, du altes Weib. Ihr spielt eine Aufgabe meiner Wahl. Der Sieger bekommt Spiral Mountain, der Verlierer ewige Schufterei in meiner Videospielfabrik. Das klingt nach einer absurden List. Was sagst du, wenn wir Nein sagen zu diesem Mist? Oh je. Cool. Ich wünschte, sie könnten so bleiben, aber ich schätze, ihr wollt ganz gerne bei dem Spiel mitmachen. Ist klar. Also gut, die Aufgabe wird nach alter Banjo-Tradition daraus bestehen, so viele nutzlose Objekte wie möglich einzusammeln. Lass die Sammel-Olympiade beginnen. Yay, nutzlose Objekte einsammeln. Bereit? Los! Okay, ich sammle nutzlose Objekte ein. Verdammt! Irgendwie ist Gruntis Schädel schneller als wir. Das ist schlecht, oder? Hilfe! Nein, nein, nein. Das kann sich ja keiner ansehen. Die Spieler heutzutage wollen das alles nicht. Sie wollen einfach... Ich konnte nicht runterdrücken. In Ordnung, ihr Versager. Hört gut zu. Versager? Wir waren schon in anderen Spielen. Aber nicht in annähernd so vielen wie dieser italienische Gentleman, richtig? Da hat er recht. Ich werde euch jetzt in eine brandneue Spielwelt bringen. Sehr viel beeindruckender als alles, was ihr bisher gesehen habt. Mein Körper ist dahin, aber nicht meine Augen. Alles, was ich sehe, kann ich kaum glauben. Mr. Lock, ich glaube nicht, dass irgendeiner von uns wirklich in Form ist, um ein weiteres Abenteuer zu bestehen. Flupp. Oh mein Gott, wir sind auf einmal durchtrainiert. Und... Oh. Na hallo. Zombie-Grunti. Noch irgendwelche anderen Anliegen? Hey, LCD hören. Wo sind meine Moves aus den vorherigen Spielen? Die wirst du nicht brauchen. Sie sind sowieso schon ziemlich altmodisch. Vogel war schlecht in unserem letzten Spiel. Jetzt kann sie noch weniger und das heißt nicht viel. Folgt mir bitte in den Fahrzeugen, bevor ich es mir anders überlege. Na los, Banjo. Schnapp uns das cool aussehende Ding. Zu langsam, ihr Verlierer. Seht ruhig her. Dieses Mal gewinne ich. Das ist nicht schwer. Das hier sieht etwas sicherer aus. Ja. Okay. Nein, es sieht aus wie ein Einkaufswagen. Wir werden echt dämlich aussehen. Schneller, Banjo, schneller. Drück auf die Tube. Okay. Und damit startet unser wunderbares Abenteuer. Also ich muss sagen, bis hierhin ist es irgendwie ganz nett. Ich mag jedenfalls den Witz. So, also ich finde, die haben da eigentlich ganz nette Dialoge geschrieben. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen blöd, dass das alles so schnell abläuft, aber okay, ich glaube, das war bei den alten Teilen eigentlich auch verhältnismäßig und genauso. Und die Texte sind auch nicht, also ich habe die großen Dialogboxen angeklickt im Menü, ihr habt es gesehen. Ich will gar nicht wissen, also wie die kleinen Dialogboxen dann aussehen würden, aber egal. Und blups. So viel zu unserem Gefährt. Oh. Die drei kleinen Schweinchen. Hi. Was nu? Das sah ziemlich schmerzhaft aus. Fangen wir an, ja? Dieser bezaubernde Schauplatz hier ist bekannt als Showdown Town. Da hinten liegt meine herrliche Videospielfabrik. Halte, während du die Stadt erkundest, Ausschau nach diesen Türen. Sie führen in Spielwelten, die ich selbst entworfen habe. Dort findest du Puzzleteile. Jiggies? Ist das alles, was du zu bieten hast? Wir sind mindestens schon zweimal in der Gegend rumgelaufen, um Jiggies zu sammeln. Bla. Sei still, Bremöwe. Zahl die Puzzleteile in Jiggybank ein und es öffnen sich weitere Türen. Gewinne genug Jiggies und bring sie zur Bank, um die letzte Tür zu öffnen. Kehre dann zum Spiral Mountain zurück und du gewinnst das Spiel. Hä? Irgendwie so. Ich finde, ihre Stadt sieht sehr schön aus, Mr. Lock. Wenn du das sagst, Banjo. Hey, warum erzählst du uns nicht, was mit Warzenhirn geschehen ist? Während du schliefst, machte ich Mechanik, baute meine Gruntbots, um zu sehen deine Panik.
Kuntis Rolle in meinem wunderbaren Spiel ist ganz einfach. Sie muss versuchen, euch zwei daran zu hindern, zum Spiral Mountain zurückzukehren. Wie spielen wir denn doofes Spiel, wenn du meine Fähigkeiten blockiert hast? Indem ihr das hier benutzt, ungeduldiger Vogel von zweifelhafter Beliebtheit. Einen rostigen Metallstab? Du machst auch Witze, Freeview-Features. Ihr werdet sogar herausfinden, dass dieser rostige Stab ein magischer Schlüssel mit nahezu unbegrenzten kreativen Fähigkeiten ist. Das Vogelhirn bekommt also einen hübschen neuen Schlüssel? Was hast du denn für dieses zauberhafte Frauenzimmer auf der Schüssel? Kätzchen! Ey! Au. Oh. Oh je, das wird Pittles aber gar nicht gefallen. Okay. Also gut. Halte den rechten Schalter gedrückt, um Objekte aufzuheben. Lass ihn wieder los, um sie fallen zu lassen. Hebe die Mumbo-Kiste auf und bring sie zu dem knochengesichtigen Gentleman da drüben. Okay. Ich kann im Text anscheinend mit dem digitalen Steuerkreuz scrollen. Das ist witzig. So. Wie war das jetzt? Rechten Schalter gedrückt halten? Hoppsala. Aha. Oh, Mumbo. Oh, hallo Mumbo. Lass Mumbo-Kiste in speziellen rosa Bereich auf Boden fallen. Dann komm und rede mit schlauem Schaman. Okay. Reden. Hallo Mumbo. Mumbo öffnet Kiste für Bär. Kiste hat Teile, um zu bauen, Fahrzeuge, um zu spielen, Spiel. Diese Kiste hat einfache Teile, damit dummer Vogel nicht verwirrt. Aha. Bär benutzt einen linken Stick, um durchzusehen, Teile in Mumbo-Kiste. Wenn Bär sich langweilt mit Gucken, dann drücken B-Taste zum Fortfahren. Nicht schick, aber erfüllt Zweck gut. Mumbo denkt, aufblasbarer Banjo sieht wie echt aus. Standardsitz. Standardrad. Die hier nicht bringen viel Haftung, aber wenigstens sind nicht quadratisch. Kleiner Motor. Das hier nicht bietet viel Power, aber trotzdem nützlich, denn ist klein und braucht nicht viel Treibstoff. Treibstoff. Ne, wenig Treibstoff. Nicht viel Treibstoff hier drin, aber am kleinsten und am leichtesten. Ablage. Bär kann Objekte hier reinpacken, um sie mit Fahrzeug zu transportieren. Kleiner Taxisitz 2, kleine Munition, leichter Würfel, leichter Keil. Leichte Ecke, leichte Stange, leichte L-Stange, leichte... Es ist eine Lego-Kiste, die wir bekommen haben. Und daraus können wir gleich was zusammenbauen, glaube ich. Bär findet viele mehr Mumbo-Kisten in Stadt. Alle Kisten enthalten andere Teile. Aha. Cool. Bringe Kisten zurück zu Mumbo für Öffnen und um neue Teile in Werkstatt zu lagern. So kriegen Bär mehr Teile, um Fahrzeuge zu bauen. Jetzt komm mit Mumbo in Werkstatt. Wir versuchen zu bauen Nützliches aus einfachen Teilen, die Bär gefunden hat. Okay. Dann baue ich jetzt etwas. Vermutlich, um mein Abenteuer bestreiten zu können. Willkommen, Bär und Vogel. Großartiges Mumbos Motorstar, um Helden bauen zu lassen, tolle Fahrzeuge, damit sie besiegen, Spinatwachtel Grundhilda. Also durch die ganze Musik und so, also tut mir leid, es ist schon irgendwie sympathisch. Und jetzt sag mir noch mal einer, dass auf den ersten Blick das alles irgendwie totale Grütze ist. So, okay, dass die Texte die ganze Zeit von selber beendet werden, das ist Grütze. Bär kann drücken mit A-Taste, bla. Mumbo erinnern, das Lokfahrzeug aussieht wie Einkaufswagen. Also Bär braucht Ablage zum Starten. Ablage trägt Zeug gut. Bär wählt Ablage aus Stauraumkategorie jetzt. Ablage. Mumbo zustimmen, Bär jetzt legt Ablage hin, wo Mumbo zeigt, benutzen, okay. Ikom Bokom. Ablage an Ort und Stelle. Bär sieht Umrandung, wird grün, drücke A-Taste, so. Bär hört gut zu und Ablage jetzt platziert. Jetzt Wagen braucht Räder. Drücke B-Taste, um zum Teillager zurückzukehren und Räder auszuwählen. Räder. Standard. Mit Rädern bewegt sich Fahrzeug und Wagen braucht 4. Bär machen Räder hin, wo Mumbo zeigt. Jedes Mal wird Teil platziert, Mumbo liefert ein neues, bis alle weg. Mhm. So, dann machen wir das so und so. Und so.
Mumbo beeindruckt, nicht gedacht, dass dummer Bär so weit kommt. Fahrzeug jetzt braucht Sitz, falls Bär wirklich möchte fahren. Drücke B-Taste, um zum Teillager zu gehen und Sitz zu wählen. So, Sitz, Standard. Fahrzeuge nur haben einen Fahrersitz, der immer auf Straße gerichtet. Mumbo zeigt Bär, wo Sitz hin muss. Gut, Bär fast fertig, noch zwei Teile. Wagen braucht Power, um vorwärts zu kommen. Drücke B-Taste, um zum Teillager zu gehen und Motor aus Antriebskategorie auszuwählen. So, Motor klein. Wo kommt Motor hin? Da. Motoren geben Power an Räder, damit die schnell drehen. Setze Motor irgendwo an Fahrzeug und er funktioniert. Mumbo sorgt dafür. Wagen hat Motor unten drunter. Bla. So. Motor braucht Treibstoff, sonst nicht funktionieren. Drücke B-Taste, um zur Teillage zu gehen. Und Treibstoff zu wählen. Das dann letztes Teil für Wagen. So. Bär muss Treibstoff nur hinmachen, wo Mumbo zeigt. Und Wagen fertig. Umenacker. Bär hat toll gemacht. Fahrzeug komplett und Mumbo verblüfft. Wagen jetzt wird gespeichert in Fahrzeugdatenbank, dann kann Bär benutzen, wenn er braucht. Schön. Bär kann machen Fahrzeuge in Werkstatt jederzeit, aber jetzt Zeit zu spielen mit schön repariertem Wagen. Wähle Werkstatt verlassen, um Mumbos Motors zu verlassen. Werkstatt verlassen. Okay. Und so. Gewinne 4 TT-Trophäen, indem du dich in Jiggy-Spielen gut schlägst, um deine Sammlung wieder einen Jiggy hinzuzufügen. Mhm. Also Jiggies sind die Puzzleteile. Wer das jetzt an der Stelle vielleicht noch nicht verstanden haben sollte. Die machen irgendwie so einen kleinen Mischmasch aus so englischen und deutschen Begriffen. Das ist ein bisschen schwierig. Ikam Bokam. Einkaufsfahrzeug auf dem Kopf. Nicht Panik. Bär stehen daneben und drückt linken Schalter, um umzudrehen. Versuch jetzt, steh neben Wagen und drücke linken Schalter, um Fahrzeug richtig rumzudrehen. Okay. Linken Schalter. Ah. Bär gewöhnt sich an Wagen. Lok nicht lässt Bär neben anderes Fahrzeug in Showlow Town. Drücke Y-Taste, um in Fahrzeuge ein- und auszusteigen. Wenn Bär, das ist ja wie in GTA, wenn Bär Fahrzeug verliert, nur das ist zu weit weg, drücke und halte. Ja. Drücke und halte. Und dann hat der Text wieder nicht gescrollt. Ist egal. So, okay. Bär jetzt bereit zu fahren. Bestimmt viele Unfall, weil Bär sehr tollpatschig, aber keine Sorge. Drücke rechten Schalter zu beschleunigen und linken Schalter zu bremsen. Geh jetzt, probier, was Wagen alles kann. Cool. Whee. Und das ist die ganze Oberwelt, die wir erforschen dürfen. Ist es nicht toll? Und das ist eine Kiste. Mir werden jetzt mehrere Kisten gezeigt, vielleicht? Ich weiß es nicht. Oder wofür soll das jetzt sein? Oh. Geheimnisse aller Orten. Warum wird mir jetzt so viel Kram hier gezeigt? Verstehe es nicht. Hm. So, da ist auch was. Noch mehr. Also natürlich, was am ehesten sauer aufstößen könnte, jetzt vor allem am Anfang, ist der grafische Look von Banjo und Kazooie, weil der ist einfach ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wenn wir es schön formulieren wollen, eher hässlich, wenn wir es auf den Punkt bringen wollen. Aber ansonsten, wie gesagt, also bis hierhin ist doch eigentlich erstmal alles okay, oder? Erstmal. Weiß nicht. Ich finde das jetzt nicht schlimmer als diverse andere Jump'n'Runs, Action-Adventures oder irgendwie sowas in der Art. Halt in der Machart. Ah, cool. So. Hab schon wieder alles vergessen, was mir gezeigt wurde. Ist egal. Oh. Aber ich kann jetzt ja mit meinem wunderbaren Töff-Töff herumfahren. Musiknoten zu sammeln ist vielleicht ein wenig altmodisch, aber sie sind die einzige Währung in Showdown Town. Showdown Town. Yay. Und ich kann hier rumfahren. Dup-di-dup-di-dup. Und ich bin unfassbar langsam. Das reicht mit dem Schabernack. Fahre deinen Wagen um den Fuß meines Berges herum und dann den schlängelnden Weg zu meiner Fabrik herauf, damit ich dieses wunderbare Spiel vernünftig starten kann. Aha. Vor allem, das war's. Ich war keine 20 Sekunden mit dem Ding unterwegs, aber ist egal. Da muss ich... Ja, genau. Da muss ich hin und dann den Berg rauf, ja? Gut. Kriegen wir hin.
glaube ich. Denke ich. Irgendwie so. Schön, schön, schön. Hallo, du da. Beachte deine Karte in der rechten unteren Ecke, denn sie zeigt wichtige Sachen an. Im Moment bin ich damit gemeint. Also benutze sie, um den Weg hierauf zu finden. Okay. Kriegen wir vielleicht hin. Um deine Karte herum ist der Tacho dargestellt durch den blauen Balken. Obwohl ich bezweifle, dass du schnell genug bist und ihn oft brauchen wirst. Aha. Okay. Das war jetzt eine silberne Note, glaube ich. Flupp. Sammeln wir mal alles ein. Ach, das ist wieder ein wunderschönes Sammelspiel. Ist es nicht herrlich? So. Dubdi-dub. Dubdi-dub. Okay. Jede Menge Abenteuer stehen uns hier in Showdown Town bevor. 131 Puzzleteile, 97 Trophäen, irgendwie so. Ganz viele Jinjos da auf der rechten Seite. Och ja, hier gibt's ein bisschen was zu tun. Okay, ja, Banjo-Kazooie, Schraube locker. Ein kontrovers diskutiertes Spiel. Entweder man mag es oder man mag es nicht. Oder vielleicht mögen es die allermeisten überhaupt gar nicht. Aber dann müssen wir jetzt so langsam auch sicher auch endlich mal herausfinden, warum man das Spiel nicht mag. Denn bis hierhin ist es ja eigentlich irgendwie ganz knuffig. Für den Moment soll es dann aber erstmal wieder gewesen sein. Und ich sag dann einfach mal tschö mit Ö. Und hoffentlich bis ganz, ganz bald.